Hier ist ja nicht so viel los. Ich dachte, hier wäre jetzt voll die Stimmung. Aber dann gucken wir uns wohl mal die Rückseite vom Thron an. Was? Das Ding ist verschlossen. Ich habe keine Werkzeuge, um es zu öffnen. Da gibt es bestimmt irgendwo einen Schalter oder so. Okay, wir können aber... Können wir nach links oder rechts gehen? Nee. Höhe. Okay, hier kann man auch nur den Thron angucken. Ah, Moment. Ich habe voll die gute Idee. Wir brennen es einfach weg. Natürlich. Ziehe die Teile. Ja, okay. Was. Ah. Kann ich das bitte weiter nach unten bewegen? Nein, kann ich nicht. Puh. Ich kann vor allem dieser Bogen da mal weggehen. Der nervt voll. Mal den Umriss dahinter voll schlecht. Okay, das passt so nicht. Oh, das passt so ganz gut. Das passt sogar ausgezeichnet so. Zufall? Ich glaube, nein. Aber irgendwie ist das hier, glaube ich... nicht ganz so richtig vorbei, wenn ich das hier so mache. Vielleicht wird er dann doch noch ein Schuh draus. Vielleicht aber auch nicht. Nee, also irgendwie, vor allem das könnte ja halt auch locker so hin oder so hin. So geht, gar nicht so blöd. Ah nee, das passt natürlich nicht, aber das passt auch nicht. Goddammit. Na. Okay, also da passt halt nichts hin und hier passt halt auch nicht wirklich was hin. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Also war so vielleicht doch schon richtig. Die Frage ist, was... Nee, was machen wir dann damit? Das ist ja auch viel zu krass. Dann doch so. Ich weiß ja nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen blöd, ne? Tut mir leid. Also das sieht halt so aus, als würde es hier total gut passen, eben auch mit der Kante und so, aber da kriegen wir da ja einfach nichts gescheit hin, oder? Nee, das... Also das... Nee, das passt ja auch nicht. Das geht... Nee, also das muss falsch sein. Also kann es... Ich meine, es könnte natürlich auch immer noch... Verstehe. So. Ja, die passen ja natürlich beide ganz gut hin, ne? Müsste man mal gucken. Auf jeden Fall da fantastisch hin und der passt hier fantastisch hin. Dann passt das Ding ganz fantastisch hier hin. Oh. Nicht so toll. Ach doch, Moment, das können wir ja total mit dem Dings hier machen. Ja, so und so. Wow. Ich hatte irgendwie nicht damit gerechnet, dass es nochmal was wird. Holy shit. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her?
Prinzessin Sophia, im Namen Juras, du hast es geschafft! Gestatten, ich bin Cyril, Zauberer am Hofe König Krummbeins. Grummel hat den König in einem Hamster verwandelt und der Fluch ist an seinen Thron gebunden. Es tut mir leid, dass ich mich als Händler ausgab, um dich herzulocken. Ach, guck mal, das ist der König. Grummel wirkte einen Zauber, dessen wegen wir nicht eintreten konnten, aber er wusste nichts von diesem Portal. Ich kann den Bann brechen und Krummbein zurückverwandeln, aber ich brauche Zeit und Grummel ist schon im Anmarsch. Oh Gott! Ich weiß, dass du keine eigenen magischen Kräfte besitzt, aber das bedeutet auch, dass du nicht so leicht von dunkler Magie beeinflusst wirst. Ja, natürlich. Mit deinen Fertigkeiten kannst du Grummels Angriffe abwehren, während ich den Zauber breche. Was zum Cyril und die Prinzessin? Oh, wie kannst du es wagen? Der Meister wird seinen Preis einfordern und du wirst mich nicht davon abhalten, den Thron einzunehmen. Spüre die Macht meines Meisters. Prinzessin, jetzt nutzt einfach die Chance, Grummels böser Magie zu widerstehen. Ich werde dir beistehen. Ich denke, du bist damit beschäftigt, den Zauber zu brechen. Really? Match 3 um den... Was? Ach so. Gruppiere... so geht das. Okay. Unglaublich, wie viel Magie in diesem Spiel steckt. Ich bin fasziniert. For fuck's sake. Ugh. Alter, womit habe ich das verdient, ey? Aber wenigstens ist es ein Minispiel, das wir noch nicht hatten. Immerhin. Na, endlich. Na, brauche ich gar nicht. Muss das hier alles über Kreuz sein? So hart anstrengend. Sag mal, was soll denn das? Hallo? Moment, ich kann... Ich kann das diagonal machen. Könnte seit Stunden fertig sein. So, das müssen wir bestimmt nochmal machen, oder? Ja, natürlich. Aber gut, wenn das diagonal geht, ist das natürlich alles Killefitz hier. Was für ein hochdramatischer Endkampf. Ich halte es vor Spannung kaum aus. Ich sehe es. Ah.
wenn sie halt wenigstens Grummel eingeblendet hätten und das halt so ein bisschen auf Zeit gehen würde und... Ugh. Ach, das reicht sogar schon. Okay, dann da noch und müssen wir da noch irgendwie was hinkriegen? Nee, so nicht. Aber so. Nee, so auch nicht. Dammit. Ja doch, das geht total. Machen wir so. Da fehlt noch was. Und dann die und dann, ja, der da unten noch irgendwie, ne? Okay, dann haben wir schon mal zwei Grüne. Alter, kann der jetzt bitte mal irgendein grünes Teil spawnen? Na, endlich. So. Na, nochmal über die ganze Breite dann. Sieht so aus. Hurra! Nur 28 Stunden später. Alter, ganz ehrlich. Einmal hätte auch völlig gereicht, aber ist okay. Eine Kombo. Ich bin entzückt. Irgendwo ein blaues Teil kriegen. Na, endlich. So, dann noch hier rum und da rum und da und hier. Und okay, das bringt gar nichts, aber so vielleicht noch. Und so und so und so. Und Play. Ganz toll. Was habe ich nur getan, um dieses Minispiel zu verdienen? So, ach, da oben sind ja auch noch welche. So, jetzt müssen wir hier unten noch irgendwie in die Nähe ein blaues Teil bekommen. Was sich irgendwie eher als schwierig herausstellt. Ist nicht wahr. Alter. Warum? Warum? Ja, hier oben spawnen die blauen Teile ohne Ende. Ganz toll. Alter. Kriege echt gleich einen Föhn, ne? Alter, na endlich. Wenn es noch eins kommt, dann breche ich, glaube ich. Wie, bitte? Meine Magie!
Was hast du damit angestellt? Nein! Kein Mensch kann die Macht des Meisters übertreffen! Du hast es geschafft, Prinzessin. Du hast Grummels Magie neutralisiert. Der Fluch ist fast gebannt. Jetzt, König... Jetzt rutscht die Tastatur weg. Jetzt, König Krummbein ist zurückgekehrt. Es lebe der rechtmäßige König des Koboldreiches. With a flash and a dazzling bang, his true form revealed, stood King Crookshank. Arrest this usurper, the king ordered. You cannot stop us, Evil Grimble shouted. The master will see you all conquered. Thank you, princess. Your people live further west in a floating castle beyond. Warum bin ich kein Kobold mehr? A floating castle. Sophia was ecstatic. Now she knew where her people had headed. Onwards home the princess traveled, but an ominous feeling haunted her, an evil shadow that mocked her return. Fantastisch. Danke fürs Spielen, ja. Alter, ich habe da über 4 Stunden... Okay, ich habe auch irgendwo eine ganze Weile im Idle dran gehangen. Ja, wobei, 4 Stunden, 6... Doch, kommt schon hin. Kommt schon hin. Huff. Also es hat so seine Licht- und Schattenseiten. Die Wimmelbilder waren ganz cool. Die Story war jetzt nicht außergewöhnlich spektakulär, aber auch ganz nett gemacht, auch mit verschiedenen Schauplätzen und die 4 Kapitel und so, das ist okay, finde ich gut. Auch die Charaktere an sich sind halt ganz witzig. Und der kleine Twist am Ende nochmal irgendwie, dass der Hamster in Wirklichkeit König Krummbein ist und so. Das, ja, finde ich gut. Auf der anderen Seite stehen unfassbar viele sinnlose Minispiele. In einer Menge und Ausdauer, die einfach extrem übertrieben ist. Und es gab verhältnismäßig wenig richtige Wimmelbild-Szenen. Also wirklich, wo man unten den Text hat und dann die entsprechenden Items suchen muss. Ja. Also ich finde es insgesamt, glaube ich, ganz gut. Aber man kann es echt nicht länger als so eine Stunde spielen. Also danach hat man echt die Schnauze voll. Das ist so... Nee. Es könnte halt sehr, sehr cool sein, aber es ist halt nur so... 3+. 2- vielleicht, mit gutem Willen. Also es gibt natürlich deutlich schlechtere Wimmelbildspiele, keine Frage, aber... Es gibt leider gerade mit Blick auf Artifacts Mundi-Spiele auch einfach deutlich bessere. Ja. Aber es war okay. Ich will jetzt auch gar nicht hier auf hohem Niveau weinen. Es ist okay. Und ich meine, dafür, dass ich... Was habe ich da letztendlich für bezahlt? 2,50? 3,50? Irgendwie so. Da kann man echt nicht maulen. Also das ist echt okay. Ja, wir gehen mal zurück zum Hauptmenü. Ich muss jetzt nicht das 8. Mal den Kram hier gucken. Ich bin aber trotzdem ein bisschen froh, dass ich nicht die Special Edition habe und hier kein Bonusabenteuer mit bei ist. Das bräuchte ich, glaube ich, echt nicht so richtig. Nichtsdestotrotz werde ich also auf jeden Fall die ersten beiden Teile spielen. Die habe ich mir in Wirklichkeit auch schon gekauft. Halt auch in so einer 5-Euro-Box. Kann man mal machen. Ich meine, für dann 2,50 Euro halt 4 bis 5 Stunden halbwegs gut unterhalten zu werden. Ich finde, das kann man machen. Das schafft man sonst nur mit extrem billigen Drogen. Nein, Quatsch. Nein, finde ich okay. Ich finde, wir sollten zumindest mal gucken, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was es mit Prinzessin Sophia auf sich hat, wie der Ursprung der Geschichte ist. Von daher werde ich die ersten beiden Teile auch auf jeden Fall spielen. Nicht direkt ab morgen, aber auf jeden Fall in naher Zukunft.
Und ob ich dann auf Teil 4 bis 6 noch Bock habe. Mal gucken. Ich meine, Teil 4 habe ich ja, da der in der Box mit dabei war, eh hier rumliegen. Mal schauen, aber... Kommt einfach ein bisschen drauf an, wie die ersten beiden Teile dann noch sind und wie übertrieben minispiellastig das dann ist. Und wie hart abgenervt ich dann bin. Was ihr mir nochmal sagen könnt, ich habe den Teil ja jetzt ohne Facecam gemacht. Künftig Wimmelbild lieber mit Facecam, lieber ohne Facecam. Mir ist das eigentlich immer relativ wumpe. Also, wenn ich was mit Facecam spiele, dann am ehesten eigentlich Wimmelbild. Gerade auch, weil man dann einfach so einen herrlich angepissten Blick in die Kamera werfen kann. Aber brauche ich halt auch nicht. Also schreibt es mir einfach mal, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Und jetzt habe ich, finde ich, auch genug gequatscht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zugucken und fürs Ertragen der unfassbar vielen Minispiele. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Hoffe, wir sehen uns bei einem der nächsten Let's Plays wieder. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.